bin Sportwissenschaftlerin im St. Anna im Bahnhof. Und mit meinen Kundinnen und Kunden stelle ich Übungsprogramme und Trainingspläne zusammen, damit ihr Körper gesund bleibt. Dazu gehört, dass man seine Gelenke und seine Muskulatur aufwärmen tut, bevor man sich in ein sportliches Abenteuer stürzt. Warum? Damit man sich nicht verletzt. Die Wintersaison geht bald schon richtig los. Du machst jetzt aber eine Sportart, die du den ganzen Sommer nicht gemacht hast. Und darum ist es wichtig, dass du dich richtig aufwärmen tust. Da langt das Schleppen von der Ski zur Talstation nicht. So, ich zeige euch jetzt ein paar Übungen, wie ihr euch richtig aufwärmen könnt für im Auto. Steigt gerade ein, nehmt den Arm vor die Brust verschränkt und den Oberkörper hin und her rotieren. Das machen wir etwa 10 Mal pro Seite. Geht dann weiter zu den Schultern. Dann die Schultern grosszügig kreisen. Machen wir auch 10 Mal nach vorne, 10 Mal nach hinten. Dann gehen wir weiter zu den Beinen. Wir ziehen die Beine abwechslungsweise anziehen. Schön hoch rauf. Auch wieder rund 10 Mal pro Seite. Kommen wir mal zurück zum Rücken, zum Oberkörper. Dann den Oberkörper weit nach vorne beugen und gestreckt wieder aufrichten. Auch das machen wir ca. 10 Mal. Und jetzt Hand und Bein miteinander. Dann so schnell tabeln, wie wir können. So, jetzt sind wir richtig warm und bereit für den Schnee. Ich wünsche euch einen schönen und vor allem unfallfreien Winter.